Hallo Leute, ich bin Tetzerfreak. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, letztes Mal haben wir noch Sabrina hier besiegt. Ja, wollte ich was sagen. Ich bin erstmal natürlich raus hier. Aus der Arena. So. Wo gehen wir jetzt eigentlich lang? So, entweder diesen Fahrradweg, den es wahrscheinlich nicht mehr geben wird. So, erstmal natürlich ins Pokécenter gehen und heilen. Meine Pokémon müssten ja alle für den Arsch sein. Hier ist er schon. Natürlich will ich wieder kommen, ich muss noch nicht zahlen. So, jetzt fliegen wir zu den Orten mit Relaxo, was ja natürlich schon weg ist. Was geht denn nicht da oben? Ja, los, Pikachu, mach den Müll weg. Da gab es ja früher Fliegen, wenn ich mich recht erinnere. Bin beeindruckt, dass du aus dem Weg, ja, hier herein gefunden hast. Reifeleistung. Wow. Toll. Okay. Aha. Aha. Ja. Kann da so rumfliegen. Cool. Eine Habitat. Na, sowas. Hast du meine geheimen Unterschlupf gefunden? Wo ist der bitte geheim? Bitte erzähl niemanden davon. Dann bekommst du auch etwas von mir. Okay. Diesmal ist es eine TM. Und es ist TM 14. Verstoßen. Okay. Was war eigentlich früher die TM 14? Was hast du denn für ein Problem? Ja, ich hab eigentlich kein Problem, aber du hast eins. Punker, Erik, freu dich darauf. Ein Ohne. Na toll. Welches Level? Nach 36. Immer noch Doppelkick hier. Erdbeben. Mann, ich will da nicht in den Scheißbeutel rein hier. Manchmal pisst mich dieser scheiß Pokémon-Controller an hier. Der ist einfach nervig. Mega sauber. Und da ist ein Onyx Ring. Dann noch für einen Slimer. Okay. Dann will ich lieber zu Pikachu wieder.
ein Haufen Schleim. Donnerblitz. Und weg damit. Toll, die Hälfte. Ja, bitte vergifte mich noch. So, Pikachu, du weißt ja. Donner, ja? Donner. Treffen. Verstanden? Braves Pikachu. Was gibt's da zu lachen? Ich lach doch gar nicht so voll Honk. Medizintasche, Gegengift. Ja, ich will es ja nicht nochmal einsetzen. Totes Pokémon hast du da. Her damit! Welches tolle Pokémon denn? Oh ja. Na gut, alles kann nur toll sein, im Gegensatz zu deinem Pokémon. Und Pikachu, du weißt ja, Donner, Donner, treffen, treffen. Du erreichst Level 40. Morgen. Und Pikachu, du weißt ja, Donner und Treffen, ja? Ein Riha. Ne, Pikachu, verzieh dich hier. Keiner braucht dich. Ein Rio, nach mir los. Blubbern wir es weg. KO! Mann, was für ein dämliches Gesichtsausdruck hat der denn? Was hat der? Hey, stehen geblieben! Erst anrempeln und dann einfach abhauen, oder was? Wo hab ich dich denn berührt, du Holzkopf? Ede! Was für ein scheiß Name! Los, Pikachu Donner, du weißt ja, treffen! Oh. Ich glaube, da brauche ich keinen Donner für den. Da brauche ich auch einen Donnerblitz. Gums, überrumpelt. Der guckt aus dem nicht.
Mann, das ist das Einzige, dass mein Pokémon-Controller richtig auf den Senkel geht hier. Zurück in den Pokéball. Ah, oh, ich hab's zweimal gedrückt. Finde 3 ist vorbei. Haben wir einen Supertrank. Das ist aber ein tolles Pokémon, dass du da auf dir sitzt. Lass es mich mal von nah ansehen. Camper. Irik? Keine Ahnung. Ein Enton. Ein Grillton. Hast du noch so ein Schwächling? Noch ein Enton. Wieso eigentlich kein Enteron? Muss es da nicht schon Enteron sein? Sein Fell glänzt so schön. Und er gibt mir 2 Superbälle. Toll. Machen wir denn da Schönes? Einen Supertrank, den nehme ich auch gerne. Ein Aquaner. Ich will auch einen Aquaner. Na, wie wär's mit einem Pokémon-Kampf? Pin. Die Wette? Ich will auch Aquana. So, weil ich keine Aquana habe, das auch ganz haben. Los, Grillis. Oha, lebt er noch. Surfer, oh, wie sieht's da? Wow. Ja, der Server ist nicht so cool irgendwie. Oh mein Gott, die Katscherei Level 47. Lapras Level 36. Cool. Ah, okay. Dann krieg ich nur 2 Superbälle. Na toll, ey. So, was gibt's hier noch? Oh, Blitzer. Flamara. Cool. Blabber. Wahrscheinlich deswegen kann man hier, glaube ich, Evoli fangen, oder? Kann man bestimmt Evoli fangen. Enton, Bonita. Nein, ich will kein Enton. Da würde ich eher noch lieber einen Ponita. Ein Galopper. Da würde ich lieber einen Galopper haben. Los, friss deine Himbeere.
Nein, ich war zu spät. Du blödes Galoppe. Geht doch. Ein Galoppel gefangen. Für Galoppel wurde ein Artefakt im Pokédex angelegt. Es galoppiert für sein Leben gern. Entdeckt es etwas, das schneller ist als es selbst, nimmt es blitzschnell die Verfolgung auf. Irgendwie bescheuert. Oh, du bist schneller! Lass mal auch hinterher rennen! So, Elbegoppa. Oh, ich mach auch gleich noch einen Ponita. Geht doch. Ja, bis auf Lorreich Level 40. Das hat der Eintrag war. Für Ponita wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es kann unglaublich hoch springen. Die Wucht der Landung absorbiert es mit seinen robusten Hufen und Beinen. Okay. Ein Dudu, noch ein Ponita, ein Tauboge. Du findest ein Elixier. Cool. Ich will nicht gegen Rasab kämpfen. Oh, ein Sonderbonbon. Auf dem Pokémon-Weg kann man sich gut, echt gut entspannen. Was? Oh, Entschuldigung, ich bin wohl weggedöst. Ich bin ein Trainercoach. Willst du etwa gegen mich kämpfen? Ja. Na schön, dann los. Denn das ist ein Evoli gewesen. Trainercoach Douglas. Okay, was für ein hässlicher Name. Ibitak. Da ist ja unser Grillhähnchen. Donnerblitz. Raumflug-Pokémon. Tokio erreicht Level 38. Ein Bibor. Käfer-Pokémon, ich weiß nicht, ob es Flug-Pokémon war. Ich glaube schon, aber. So, Flammenwurf. Grills, Käferdingen. Nach schon Level 35. Fokus. Nein, wir wollen keinen Fokus lernen. Sandama. Eigentlich scheißegal, ob ich Turtok oder Bisaflor nehme. Level 41.
Muss ich jetzt Angst haben davor? Schlagrohr? So langweilig. Komm her. Ja, du bist echt stark. Wirklich? Ich bin eigentlich total schwach für dich. Hat das einen Spaß gemacht? Hier, damit kannst du schon was anfangen. Schlagbohrer. Du verstaust es für. TM 58 steckt die Attacke Schlagbohrer. Das ist eine bohrende Attacke mit hoher Volltrefferquote. Komm her, Evoli. Komm her. Und dann ist es noch groß. Ui. Beutel. Ja, ui, ui. So, Evoli, du bleibst drin. Komm, put. Braves Evoli. Für Evoli wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es kann sich auf verschiedenster Weise entwickeln. Evolis genetischer Code ist der Schlüssel für das Geheimnis der Entwicklung von Pokémon. Du hast dein Evoli in den Pokébox gelagert. Ist ja schön. Komm her. Nocturne, du Scheißvieh, du kommst weg. Sayonara. Oh, was nehmen wir jetzt? Ich kann es ja entwickeln, ne? Ja, toll, Alter. Ich kann nur ein Flamara machen. Weil ich mir einfach keine Steine geholt habe. Soll ich mir ein Flamara machen? Ach, ich mache mir Flamara, weil ich es kann. Nanu, Evo entwickelt sich. Glückwunsch, dein Evoli wurde zu einem Flamara. Für Flamara wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. In seinem Körper findet sich ein Flammensack. Dort wandelt es Luft in 1700 Grad Celsius heiße Flammen, um die es für den Mund ausspuckt. Okay. Wow, Flammara lernt Glut. Okay. Was habe ich denn so Schönes überhaupt? Oh ja, rechte Hand machen wir weg. 1, 2, 3, schwupps. Vielleicht finde ich ja gleich noch eine Evoli. Nein, ich will keinen Taubober. Verzieh dich. Noch ein Galopper. Ein Dudu. 5 silberne Sananabären. Evoli, da ist ja mein zweites.
So, und Schutz. Perfekt. Oha. Willst du mich verarschen, Evoli? Ja, ich würde dich auch gleich mal. Ach, weil ich es kann. Ich weiß zwar nicht nochmal, was es ist. Es war kein gute Fangchance. Ja, aber der bleibt natürlich drin, also. Ja, und Lora ist Level 1. Und noch ein Pokéball. Wieso sieht man eigentlich die ganzen Pokémon von den Trainern hier? Nein, ich will auch gegen keinen Kokoball kämpfen. Auch nicht gegen einen Vulpix. Oder einen Snowbillycat. Sprühdose-Shots. Na toll. Nein, ich wollte doch nicht enden. Na, wie flink mein Lockdorf. Ja, toll. Ich bin keine Bocke auf dich. Ein Taubmaus, oder? Daher kommt also die Redeart: Reden ist Silber und Schweigen ist Gold. Genau, jetzt mich hier herausgefordert. Wer hat dein Pokémon kennt, Grillhähnchen? Ein Elixier habe ich gekriegt. Ach Mann, ich wollte aber nicht reinlaufen. Guck weg, los, verzieh dich. So, braver Trainer. Und endlich in Fuxana City. Komm rein, wo ist denn? Pikachu. Flick? Come on. Pika. Oh, du bist schon wieder freut sich. Ja, ich glaube, Pikachu hat Angst. Ein Enton. Ein Kabuto. Und dann rennst du ja weg zu. Pika Pika. Das war irgendwie lustig. Wow, es gibt nur ein Kabuto.
Oder hängt es davon ab, was man nimmt? Ein Voltball. Hast du auch auf den Pokémon abgesehen? Soll, dann werde ich in dir schnell. Was ist das? Ist das ein Pokémon? Ja, das ist ein Pokémon. So, jetzt gucken wir noch mal ins Haus hier rein. Ja, toll. Nichts Tolles. Ich habe auch keinen Bock mit denen zu reden. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt Schluss und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bye bye!